Moin, sind ihr Füchse da draußen und willkommen zurück hier im Fuchsbau. Ich bin euer Blaufuchs und begrüße euch wieder recht herzlich zurück zu The Elder Scrolls Online. Im letzten Part haben wir uns ein bisschen mit Chiokurat herumgeärgert und uns endlich dann das nächste Büchlein geschnappt und dann diesen Farbentisch entdeckt, den wir jetzt heute auch mal benutzen werden, um unsere Klamotten mal einzufärben. Fangen wir doch mal direkt hier mit unserem Schulterblättchen an. Ich würde sagen, wir machen alles so ein bisschen bläulich. Mal sehen, was da was ist. Das sind die Dinger selbst. Was ist das? Das ist das Metall. Das kann auch bläulich werden. Wobei das nicht wirklich bläulich aussieht. Was ist denn das? Amethystblau. Doch, es ist blau. Aber ich glaube, ich nehme lieber das Blau. Ich glaube, wir färben uns einfach komplett blau ein, oder? Wir müssen es, glaube ich, nicht mal sehen. Ja, die Riemchen in blau ist vielleicht blöd, ne? Man könnte natürlich dann auch hier dieses Brustding, das helle, so ein bisschen lilaner machen. Dass sich das zu unserer Körperfarbe auch etwas anpasst. Die Ärmelchen machen wir wieder mit diesem etwas helleren, schönen Blau. Zack, zack, zack. Den Gürtel machen wir auch blau, das ist blau. Das, die Schnalle machen wir wieder in dem Lila. Südele. Unsere Fellgeschichte hier. Was davon ist das Fell? Nee. Nichts davon ist das Fell. Ich bin beeindruckt. Dann bleiben wir hier bei blau. Blau, blau, blau. Und hier würde ich auch sagen blau, blau, blau. Wir sind erstmal hauptsächlich blau. Änderungen anwenden. Wenn ihr eure Ausrüstung färbt, wird sie an euer Konto gebunden. Sobald sie an euch gebunden ist, könnt ihr sie nicht mehr mit anderen Spielern handeln oder per Post versenden. Seid ihr sicher, dass ihr diese Änderung anwenden möchtet? Das ist nicht euer Ernst, oder? Egal, wir binden das jetzt trotzdem an uns, weil wir sowieso nichts durch die Gegend verkaufen. Aber es ist interessant, dass es nicht... Oh, wie cool das aussieht. Dass es nicht möglich ist, das jetzt nachträglich dann nochmal wieder zu verkaufen, nur weil man da Farbe drauf geklatscht hat. Also, naja. Naja, ich enthalte mich mal einem Kommentar. Aber das hätte man auch besser lösen können. So, nun werden wir den Quest Der große Baum mal angehen. Und schauen, was da so los ist. Denn hier wieder los? Sind das Münzen? Oh, nee. Hier steht einfach nur Bendy und ist halb transparent. Naja, warum auch nicht, ne? Jedem das Seine und mir das Allermeiste. So, wo geht das denn hier hoch? Da mal hoch. Da müssen wir anscheinend wahrscheinlich in den ganz nach oben auf die Krone oder so. Wäre natürlich ein schöner Ort für so ein Gespräch. Sprecht mit Königin sonst irgendwas. König. Eldenwurz entdeckt. Deswegen war der Baum auch noch nicht... Oh, das sieht natürlich schon tatsächlich ziemlich cool aus, ne? Ich bin beeindruckt. Es sieht wirklich schön aus. Auch hier natürlich hier mit der... Das ist jetzt, passt jetzt auch gerade ganz gut, dass die Sonne gerade richtig steht. Das sieht schon ziemlich awesome aus. Also... Zum Gruße. Jo, ich grüße euch auch, ne? Ich muss gerade mal hier durch und mit dem König quatschen. Werter König, ich verlange eine Audienz. Ihr seid mutig, euch so furchtlos zu nähern. Selbstverständlich. Gebt mir einen guten Grund, mit euch zu sprechen. Ich werde es so aussehen lassen, dass ihr auf meinen Wunsch hier seid. Sonst werden meine Untertanen denken, ihr habt die Grenze überschritten und werden euch fürs Abendessen in Augenschein nehmen. Königin Eiren hat mich entsandt, um mitzuhelfen, gegen die Unruhen vorzugehen. Wie aufmerksam! Ein solch großzügiges Geschenk kann ich schwerlich ablehnen. Insbesondere nicht angesichts der Widrigkeiten, die sich in Eldenwurz zusammenbauen. Was ist denn da los bei euch? Wie gut seid ihr beim Bau von Botschaften? Geht. Die Königin Eiren hat mir versprochen, eine für die Khajiit zu bauen, als Zeichen unseres guten Willens. Aber jetzt ist schon ein ganzes Jahr verstrichen und es gibt immer noch keine Khajiit-Botschaft. Ja, da geht es natürlich nicht, ne? Das hat zu allerlei Ärgernissen geführt. Was hat diese Verzögerung verursacht? Eine gute Frage. Wollt ihr dem Kamoran-Thron dienen? Ihr könnt damit anfangen, Prinz Naemon zu fragen, warum seine Leute ihre Versprechen nicht halten. Er ist der, der immer so wirkt, als hätte er den Eldenbaum in voller Länge in seinem Arsch stecken. Was Hölle? Darfst du etwas sagen? Ich bin der König. Ja, da hast du recht. Ich werde Prinz Naemo fragen. Okay, die bepflichtigen sich hier auf jeden Fall einer sehr interessanten Ausdrucksweise. Es gefällt mir auch, da ist der Prinz ja auch schon. Wer ist der Prinz? Ja? Schnell jetzt. Lasst nicht euren Mund offen stehen. König Kamoran Aradan meinte, es gebe Probleme mit der Khajiit-Botschaft. Schon wieder? Meine Immer noch. Schwester, Königin Eiren, war töricht genug, sich vor Monaten zum Bau einer Botschaft für die Khajiit zu verpflichten. Botschafterin Tarinwe in der altmerischen Botschaft sollte sich um alles kümmern.
Warum hat sich der Bau so verzögert? Nein, ich beantworte euch keine Fragen. Nicht, nachdem ihr Sippenhochfürstin Estre erschlagen habt. Ich musste! Sagt ihr wirklich, dass ich einfach so ein Schwätzchen mit der Person halte, die meine Frau getötet hat? Dass wir den Nymphenmet kreisen lassen und uns heitere Schwänke erzählen? Klingt doch nach einem guten Plan. Ich kann doch nichts dafür, dass deine Frau abgedreht ist, ne? Ich glaube, Königin Eiren vertraut darauf, dass ihr dazu fähig seid, die Interessen des Dominions über eure eigenen zu stellen. Ja. Ich schätze, das ist wohl die Bürde, die ich zu tragen habe. So sieht das aus. Wohlan denn. Ich werde euch nicht das Vergnügen bereiten, meine Treue anzweifeln zu dürfen. Ihr fragtet nach den Khajiit? Ja, was könnte der Bau ihrer Botschaft verzögert haben? Fragt einen Steinmetz. Ich muss mich auf die Bestätigungszeremonie vorbereiten, ehe Königin Eiren eintrifft. Ich kann mich jetzt nicht mit solchen Kleinigkeiten herumschlagen. Wenn ihr der Sache nachgehen wollt, dann sprecht mit Botschafterin Tarinwe in der altmerischen Botschaft. Was ist eine Bestätigungszeremonie? Ein archaisches Ritual der Waldelfen. Wenn sie nach ihrer Pfeife tanzt, wird Königin Eiren von den Himmeln als würdige Anwärterin für den Kaiserthron von Tamriel anerkannt. Alles Unfug, wenn ihr mich fragt. Warum hat Königin Eiren angeboten, den Khajiit eine Botschaft zu bauen, wo doch gerade jetzt schon so viele anderes zu tun ist? Ihre Antwort wäre, um Harmonie zu verbreiten. Gutes Argument. Der gleiche Grund, aus dem sie diese bizarre Baumstadt als Sitz des Dominions ausgewählt hat. Sie möchte, dass sich jedes Mitglied des Dominions absolut gleichberechtigt fühlt. Stimmt ihr den Plänen von Königin Eiren etwa nicht zu? Oh, wir müssen schon gegen unsere Feinde vereint bleiben. Und einen Hochelfen an der Spitze zu haben, ist für unseren gemeinsamen Erfolg von alles entscheidender Bedeutung. Aber brauchen wir wirklich all diese Hätscheleien? Die Bestätigungszeremonie, die Sache mit der Botschaft, diese Harmonie, schafft nur immer neue Probleme. Naja, lass mal den Blaufuchs ran, wir kriegen das schon hin, ne? So, also gehen wir jetzt in die altmerische Botschaft. Ist das denn jetzt auch der Quest? Prinz Nao, ja, doch, das ist das, alles klar. Da müssen wir jetzt mal mit so einem Steinmetz quatschen. Und dann gucken wir mal, was der so erzählt, warum denn hier noch nichts im Bereich Khajiit-Gedöns geschehen ist. Wenn ihr versteht, was ich meine. Ne, wir klettern jetzt erstmal den Baum hinab und werden dann mal gucken, dass wir so ein Steinmetz finden. Und dann fragen wir mal, warum da noch keine Botschaft gebaut worden ist. Oder was denn den Bau dieser Botschaft so erheblich verzögert. Also ein Jahr. Das hat ja schon Berliner Flughafenausmaße hier, wobei eigentlich ist da ja noch nichts. So lange hat das ja überhaupt gedauert, die ND zu entwickeln. Ja, mal sehen. Da entlang folgen wir dem leuchtenden, flodigen Symbol. Erdgeschoss. Moin. So, dann da entlang. Da sind wir schon wieder ganz unten, das ging aber schnell. Gab es wahrscheinlich so einen Abkürzungsweg, der direkt nach ganz unten geführt hat, weil ich dachte, da wäre noch in der Mitte noch eine Etage gewesen. Aber gut. So. Raus in die Sonne. Wir waren so lange in dem Baum hier drin, wird mal wieder Zeit für ein bisschen Sonne. Ah, schön ist das hier, du. So, der Steinmetz ist auch schon auf der Karte. Der kann also nicht allzu weit weg sein. Irgendwo da hinten. Ist hier alles irgendwie so ein bisschen versunken, so ruinenmäßig, ne? Hier steht nicht mehr so viel. Seid gegrüßt. Ich grüße ja auch. Hallo. Ach, Sonne. Und dieser Baum kommt auch erstaunlich bekannt vor. Jo, moin. Sprecht mit Botschafterin Tarinwe. Jo, wird gemacht. Da oben springt auch einer runter. Wow, was ist da los mit dir da oben? Oha. Tut, was ihr versprochen habt. Gustav, du bist ja auch wieder da. Zeigt euch und sprecht mit uns. Wovor habt ihr Angst? Vor Worten? Wir arbeiten ja dran, Entschuldigung. Die Argoni haben auch sehr viel gelitten. Ich kann das ganz gut verstehen. Ist ja in Ordnung. Kümmern wir uns mal darum, dass hier eine Botschaft gebaut wird. Kann man nicht erstmal übergangsweise eins der hier stehenden Häuser verwenden? Müssen wir hoch, müssen wir runter? Wir müssen hoch, alles klar. Gustav ist auch dabei. Moin, Gustav. Lange nicht mehr gesehen. Hast du es gemütlich gemacht, ne? So, wo wir schon mal hier sind. Das Jugger-Rezept haben wir zwar schon. Aber egal, ihr seht, muss mal wieder durchgehen, weil hier gibt es wieder die Rezepte. Jede Menge Rezepte. Und vor allen Dingen auch diese Bücher für die verschiedenen Stilrichtungen. Ich Botschafterin! Ich schätze, ein Wanderer wie ihr weiß nicht, wie beschäftigt aussieht. Ich werde es euch zeigen. Ihr dürft gerne zuschauen.
still und aus der Ferne. Ah je, wenn die alle so drauf sind. Prinz Naume meinte, ich soll mit euch sprechen. Entschuldigt mein Benehmen. Ja, ja, ja. Ich habe noch so viel für die Bestätigungszeremonie von Königin Eiren vorzubereiten. Die Gemüter schäumen etwas über, wie ihr sicher gut verstehen könnt. Doch wenn Prinz Naemon euch schickt, dann muss es etwas Wichtiges sein. Alles klar. Was kann ich für euch tun? Warum wurde die Botschaft der Khajiit noch nicht gebaut? Warum sollte Prinz Naemon sich darum kümmern? Können Sie sich da nicht wenigstens die Unterkunft in einem Gasthof leisten, wenn Sie schon zu faul sind, sich Ihre eigene Botschaft zu bauen? Okay, Prinz Naemon meint, das lege alles in eurer Verantwortung. Jetzt hab ich's aber. Prinz Naemon meint, das lege alles in eurer Verantwortung. Nun ja, natürlich habe ich den Bau befohlen. Ich habe ein paar Waldelfen angeheuert, um die nötigen Steine dafür auszugraben. Und ich habe eigens Vorräte für die Khajiit bereitgestellt. Es ist nicht mein Fehler, dass die Einheimischen ihre Arbeit nicht machen. Wo sind die Vorräte? Schaut in unserem Lagerraum nach. Die Khajiit haben sich nicht einmal die Zeit genommen, die Vorräte abzuholen. In der Zwischenzeit gehe ich los und suche nach Prinz Naemon. Solltet ihr nicht auf sein Geheiß hier gewesen sein, werde ich dafür sorgen, dass euch die Gerechtigkeit des Dominions ereilt. Ach, du glaubst mir also nicht. Okay, dann mach das mal. Lauf mal ruhig einen unnötigen Weg und petze. Mann. Was Prinz Naemon von euren aufdringlichen Fragen hält. Ja. Mach du mal. Ich guck mir derweil noch euer Häuschen an und klaue, was ich klauen kann. Das reimt sich sogar. Gustav ist auch mit dabei. Nickel. Also bis jetzt haben wir hier viele Leute entdeckt, die noch nicht so wirklich glücklich waren oder hilfsbereit. Also da war es doch vorher schöner. Muss man ja mal zugeben. Aber nichtsdestotrotz, wir legen los. Moin, ich muss einmal hier durch. Dankeschön. Bisschen Mondzucker klauen. Oh, jetzt stacken wir hier. Gustav, isst du jetzt hier Fliesen? Oh Mann. Der isst einfach alles. Also auf jeden Fall ist es ein pflegeleichtes Tier, ne? Also läuft hinter einem her, frisst, was er unter sich findet, scheißegal, was das ist. Eigentlich ganz angenehm. Muss ich mich nicht drum kümmern. Hin und wieder mal streicheln, der Gustav. Ja. Komm mal mit, du. Kleiner Lausbub. So. Ah, hier ist die Tafel, wunderbar. Lass es dir schmecken, ich klaue mir nur gerade ein paar Zwiebeln von euch. Und Nickel. Ein wunderbares Mahl, bestehend aus Zwiebeln und Nickel. Oh, Mondschein habt ihr auch. Schon so lange nichts mehr geschmiedet. Ich kann es eigentlich im Grunde schon wieder fast stecken. Hallo. Oh, hier sind viele Zutaten. Das ist schön. Ihr habt doch bestimmt einiges hier. Jo. Musst du jetzt hier im Weg stehen, Junge? Mann. Da haben wir einen Sack mit Schweinemilch. Lecker. Mondzucker. Obst und Gemüse. Das ist alles leer. Ein Fass. Jo. Wir sammeln gerade mal alles ein. Dann kochen wir mal wieder eine Runde. Ist ja langsam mal wieder Zeit hier. Brühe. Noch mehr Brühe. Knochen. Okay, dann mal los. Mal gucken, was wir so machen können. Oh, Jemini, Mondzuckerplätzchen. 28 Stück. Da geht ein bisschen was, ne? Wollen wir mal loslegen. Muss ich die alle einzeln herstellen? Ach du Scheiße. Vor allem sind die schon über unserem Level. Wir können die noch nicht mal benutzen. Noch lange nicht. Ist ja voll abgefahren. Naja, aber wenn es dann irgendwann mal soweit ist, haben wir sie dann immerhin schon mal auf Heide, ne? Ist ja noch nicht verkehrt. Also unsere Rüstung sieht ja jetzt echt ganz cool aus. Man wäre noch cool, wenn man das Fell halt unten irgendwie färben könnte in der Farbe. Dann wäre es quasi perfekt. Aber naja, man kann nicht alles haben, ne? Wir wollen, dass wir es meckern auf hohem Niveau. Die sollen erstmal ein Auktionshaus oder sowas noch einbauen. Ja. Das ist noch nicht mal fertig, aber hier schon Mitarbeiter entlassen. Ne? Zenimax hat ja ein paar Mitarbeiter abgebaut. Jetzt, nachdem der Release-Zeitraum rum ist, klar, brauchen die nicht mehr so viele Leute, die Patches und sonst was programmieren und die Hotline betreuen und so weiter. Deswegen gleich mal wieder alle abgebaut. Ist immer nicht schön, sowas zu lesen, aber so ist leider das Leben. Also als Programmierer, vor allen Dingen in der Games-Industrie, ist es nicht leicht. Da kann sein Job ganz schnell los sein. So. Level 29 schon. Rang 29 natürlich. Also kochen haben wir drauf. Da geht ganz gut was. Da können wir bald richtig Kohle machen, wenn es ein Auktionshaus gäbe. Aber nein. Wir müssten uns mal so einer Gilde anschließen. So einer Handelsgilde. Damit wir da den Kram loswerden. Momentan verhökere ich den Scheiß immer bei den Händlern wieder. Damit machst du halt echt keinen Gewinn, ne? Das Fondue machen wir erstmal. Das ist bestimmt besser als den Ziegeneintopf.
Elsewhere Fondue. 31. Sehr schön, sehr schön. Wie sieht's mit Braun aus? Süßmilch. Hm, warte mal los, ne? Und Wein, Goldküstenmuskat. Ja, auf geht das. Da sind wir ja voll mit Alkohol. Uns geht's gut, glaube ich. Also wir können erstmal ein paar Tage überleben, ne? Wir haben genug Essen. Ist ja auch geil. Ich kann diese Schnecke nicht essen. Mein Level ist zu niedrig. Ich weiß nicht, wie ich den Mund auf- und zubewege, um diese harte Kruste zu durchbeißen. Naja. Irgendwie muss man ja verhindern, dass man zu hoch gebuffte Sachen frisst. Aber es ist schon irgendwie merkwürdig. So, dann haben wir auch gekocht und können weitergehen. Untersucht den Lagerraum. Jo, geht los. Den untersuche ich doch gerne. Waren wir schon? Nee. Obsidian. Dann auf zum Lagerraum. Wird wahrscheinlich irgendwo nebenan sein. Ja, ne? Mach mal ruhig. Ja, ein Jahr lang. Wenn ihr hier schon ein Jahr lang steht, Respekt. Also da habe ich auch keinen Bock drauf. Wir beeilen uns, wir beeilen uns. Wir machen mal eben so eine Geschichte da fertig. Hier noch irgendwas drin. Schwellenbrücken. Wenn ihr das wieder lesen wollt, ich schalte wieder einmal für euch so. Ich blätter die Seiten wieder für euch durch. Ihr könnt dann das Video entsprechend anhalten. Und gegebenenfalls lesen. So. Oh, hallo. Unteroffizier Marlin. Hallo. Das ist weit genug. Der Lagerraum ist tabu. Befehl von Botschafterin Tarinwe. Botschafterin Tarinwe hat mich geschickt, um den Lagerraum zu inspizieren. Hat sie das? Ja. Dann ist das was anderes. Zeigt mir ihre Befehle und ich trete zur Seite. Sie gab mir keinen schriftlichen Befehl. Dann kann ich euch nicht hinein. Oh, Leute. Die Anweisungen waren sehr genau. Niemand kommt hier ohne ihre schriftliche Erlaubnis hinein. Ich bleibe auf meinem Posten, bis ich abgelöst werde. Außer in Notfällen natürlich. Aha, was für Notfälle? Die Kajit könnten randalieren. Das wäre schlecht. Sehr schlecht. Oder natürlich ein Feuer. Aber die Chancen, dass so etwas passiert, sind eher gering. Okay. Einschüchtern. Wenn ihr nicht zur Seite tretet, könnt ihr euren persönlichen Notfall kriegen. Ne? Warum darf ich nicht einschüchtern? Geht nicht. Warum kann ich es nicht anklicken? Oh man. Ich muss wirklich dringend in diesen Lagerraum. Das geht auch nicht. Ich kann gar nichts anklicken. Leb wohl kann ich anklicken. Jetzt versuchen wir es nochmal. Okay, what the fuck ist denn jetzt passiert? Egal, er ist einfach davongebackt und der Quest ist als erfolgreich markiert worden. Kann ich mitleben, ist aber wohl ein bisschen verbuggt. So, durchsucht den Nahrungssack, durchsucht die Vorratskiste. Machen wir gleich, ich guck mal gerade auf die Uhr. Eine Minute, das reicht ja wohl noch locker, 42. Was haben wir denn hier? Die Decke in dieser Kiste sind voller Löcher und die Werkzeuge sind kaputt. Ne, die Decken. Alle Vorräte darin sind wertlos. Aha. Da scheint jemand nicht sauber und sorgfältig zu arbeiten. Guck mal in den Nahrungssack. Ein Sack für die alle. Dieser Sack ist gefüllt mit verdorbenem Fleisch, alte Knochen und fauligem Korn. Es befindet sich nichts Essbares darin. Aha. Kehrt zur Altmar-Botschaft zurück. Dann wollen wir doch mal die Leute bitte damit konfrontieren. Ich sammle hier lieber nichts ein. Das ist ja alles schon vergammelt. Das brauche ich dann auch nicht. Wo ist die Wache? Und was treibt ihr hier? Prinz Namo, da bist du ja wieder. Ich hatte erwartet, dass ihr die Probleme in der Botschaft lösen und nicht verursachen würdet. Versteht ihr, was hier draußen geschieht? Lasst es gut sein. Erklärt, was ihr in diesem Lagerraum getan habt. Botschafterin Tarin, wer hat mir aufgetragen, den Lagerraum zu durchsuchen? Warum sollte sie das tun? Ach, was soll's. Nun, was habt ihr gefunden? Ja, die Vorräte, die für die Kajit bereitgestellt wurden, sind nutzlos. Ein ganz gewöhnlicher Fall von bürokratischer Korruption. Ich hätte da mehr von der Botschafterin erwartet. Doch das spielt keine Rolle. Vorräte können ersetzt werden. Was ist mit der Botschaft der Kajit? Hat sie gesagt, warum der Bau noch nicht begonnen hat? Sie meinte, sie hätte einen hiesigen Arbeitstrupp angeheuert, um Steine aus einer Höhle in der Nähe zu beschaffen. Was meint ihr mit Steine beschaffen? Das hätte doch schon vor Monaten erledigt sein sollen. Die Bauarbeiten sollten umgehend beginnen können. Ich werde selbst mit der Botschafterin reden. Und ich werde sie lehren, das Dominion zu fürchten. Die Botschafterin meinte, sie würde losgehen, um nach euch zu suchen. Ich bin überrascht, dass wir einander unterwegs nicht begegnet sind. Geht zu diesen Ruinen und findet diesen Arbeitstrupp. Ich möchte wissen, warum sie ihren Auftrag noch nicht erledigt haben.
Ich werde nicht zulassen, dass das Wort von Königin Eiren durch das Unvermögen Dritter an Ansehen verliert. Alles klar, dann leb erstmal wohl. Ja, ihr seht schon, da tut sich was auf. Also die Frau scheint mir auch nicht ganz geheuer zu sein. Aber da der Hahn kräht, machen wir jetzt erstmal einen Break. Ich bedanke mich wie immer bei euch fürs Zusehen. Oh, wie hübsch. Hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst entsprechende Däumlein da. Kommentare und Feedback natürlich wie immer gerne unter das Video posten. Und ansonsten sehen wir uns dann im nächsten Part wieder. Bis dahin, viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.